Michael Guyett hat schon vor einer Woche gesagt, seht ihr, es wird nach dem Platzen des Carry Trades, nach der Explosion des Carry Trades wieder so werden, dass die Aktienmärkte steigen und dann werden wieder alle bullish, alle wieder in den Markt reingesogen und dann kommt der nächste Schocker. Noch ist dieser Schocker nicht da und es ist nicht sicher, ob er kommt. Aber wir haben auf jeden Fall die zwei Ursachen ja nach wie vor, die diesen Einbruch, Crash in Anführungszeichen, ja ausgelöst haben. Das erste ist die Sorge um eine Rezession und das zweite ist das Platzen des Carry Trades, sichtbar in der massiven Aufwertung des Yen. Sind diese beiden Ursachen des Abverkaufs beseitigt? Die klare Antwort ist nein, sind sie nicht. Wir haben nach wie vor einen starken Yen. Wir haben nach wie vor doch eine sehr schwache Entwicklung der Wirtschaft in den USA. Wir wollen uns vor den heutigen Inflationsdaten die Lage mal anschauen. Nach der Rallye gestern wieder totale Euphorie, die Rallye gestern wegen den Erzeugerpreisen, aber schauen wir uns mal ein paar Kommentare an, wenn uns die Märkte was zeigen, dann das, wie robust und krisenresistent sie eigentlich sind. Okay, das haben wir ja gesehen, wie resistent, ich würde verkennen und nicht wahrhaben wollen, dass man sich da eben nicht entgegenstellen soll und nicht behaupten, dass die Märkte sich irren und es zu einem bösen Erwachen kommt. Also Märkte irren sich ständig, das sehen wir ja permanent, sie liegen teilweise richtig, sie irren sich, weil Menschen sich eben irren und manchmal richtig liegen. Das ist der Normalfall. Warum sollten die Kurse fallen? Anderer Kommentar, wenn alle von steigenden Kursen profitieren. Echt wirklich zwingender Gedanke, wie ich finde. Das war's, Korrektur so ziemlich vorbei. Es gibt keine Gründe mehr für fallende Märkte. Und dann ein anderer, wenn selbst die Bank of Japan jetzt doch indirekt sagt, wir werden niemals zulassen, dass der Markt fällt, werden alles an Liquidität reinpumpen, um für ewig steigende Kurse zu sorgen. Ernsthaft, warum sollen Wirtschaftsdaten oder weiß der Geier was jemals wieder eine Rolle spielen? Okay, das sind keine Kommentare, die wir noch vor gut einer Woche gehört haben, erstaunlicherweise. Und das ist immer, diese YouTube-Kommentare vor allem, sind für mich immer ein wunderbarer Indikator, wie die Stimmung an den Märkten ist, wie euphorisch oder pessimistisch man ist. Morgen kommen die Daten AAII, also die Stimmung der US-Privatanleger. Und es würde mich sehr wundern, wenn der Sprung im Optimismus nicht massiv wäre angesichts der Kursentwicklung, die wir jetzt gesehen haben. Aber schauen wir uns mal das an, was jenseits der Stimmung der Fall ist. Wir haben zunächst mal eben diese niedrigeren Erzeugerpreise gesehen. Und erinnern wir uns, als zuletzt bei der letzten Veröffentlichung die Inflationsdaten, CPI, niedriger reinkamen, sogar negativ waren, da haben die Märkte erst gejubelt und sind dann gefallen, weil man sich sagte, naja, aber das ist ja kein gutes Zeichen für die Wirtschaft, wenn die Inflation zu niedrig ist. Dementsprechend ist es auch heute wahrscheinlich bei den Daten so, dass die Zahl so reinkommen sollte, wie erwartet. Am besten nicht drüber, wegen den Zinssenkungshoffnungen, die dann gestört würden, und nicht drunter, weil man sich dann eben die Frage stellt, naja, was ist denn mit der Wirtschaft eigentlich los? Und daher diese Frage, die hat man sich gestern nicht gestellt. Die Erzeugerpreise gestern haben gezeigt, dass die Firmen eben die Preise nicht mehr anheben können, ihre gestiegenen Kosten durch Personal etc. nicht mehr weitergeben können an die Konsumenten. Das geht auf die Marge. Diese Botschaft ist leider gestern, oder was heißt leider, ist auf jeden Fall gestern nicht zur Kenntnis genommen worden. Wir sehen hier die Headline, Dow über 400 Punkte im Plus, S&P mit der größter 4-Tages-Rallye des Jahres 2024 vor den heutigen CPI-Daten. Hier sehen wir mal die gleitenden Durchschnitte und wir sehen, da sind wir jetzt rangelaufen. Es wird also ein wichtiger Punkt und unten sehen Sie mal das Volumen in diesem schwarzen Chart, deutlich rückläufig. Immer weniger sind dabei. Wir haben nach wie vor Fear and Greed bei 25, also extreme Furcht. Das liegt vor allem daran, dass die Marktbreite nach wie vor nicht wirklich gut ist. Schauen wir uns dagegen mal die Gewinne an seit dem Panik Monday. Da sehen wir Nvidia 28%, Nikkei 16%, Tesla 14% und so weiter und so fort. Und jetzt schauen wir uns rechts mal das Volumen der letzten Tage an. An diesem Panik Monday hatten wir beim SPY, dem ETF, 146 Millionen Kontrakte. Dann ging das jetzt immer weiter runter. Mit dieser Erholung, gerade da dieser massive Move am Donnerstag, 63, also weniger als die Hälfte dessen, was wir an diesem Panic Monday gesehen hatten. Dann 45, dann 42, gestern 52, also ziemlich mau, was das Volumen betrifft. Das ist also nicht gerade so, dass man das Gefühl hat, da ist jetzt richtig Wucht dahinter. Und es waren ja, wie gesagt, zwei Dinge, die diese ganzen Turbulenzen ausgelöst hatten. Erstens die Rezessionssorgen nach
schwachen ASM-Gewerbe und den US-Arbeitsmarktdaten ist der KI-Trade implodiert. Also Rezessionssorgen. Erstens, da hat die Tagesschau geschrieben, schwächelnde Wirtschaft wirkt sich weltweit negativ auf die Märkte aus. Wie steht es um die US-Konjunktur und was haben wir seitdem gesehen? Erstanträge, die gefeiert wurden, die aber faktisch nicht gut waren. Folgeanträge auf Jahreshoch, 4 Wochen Durchschnitt der Erstanträge auf dem höchsten Stand des Jahres. Also kein Grund zum Feiern. Dann hatten wir den ISM-Service, der okay war, der war inline, hat so diese ganz großen Sorgen ein bisschen beruhigen können, aber war jetzt auch keine glorreiche Wirtschaftswachstumszahl. Also das ist der eine Punkt und so sehen wir etwa, vielleicht auch kein Zufall, dass trotz dieser starken Rallye, die wir in den letzten Tagen gesehen haben, nach wie vor mehr Aktien neue Tiefs erreichen als Aktien neue Hochs erreichen. Erstaunlich eigentlich. Das zeigt, dass mit der Marktbreite etwas nicht stimmt, etwas mit der Struktur des Marktes vielleicht nicht stimmt. Und so sehen wir dann, dass Starbucks gestern über 20% steigt und damit mehr als und damit viele, viele Milliarden Dollar an Marktkapitalisierung hinzugewinnt, weil man den eigenen Chef rauskickt und den Chef von Chipotle Mexican Grill engagiert, dass das die strukturellen Probleme von Starbucks nicht lösen wird, steht auf einem anderen Blatt, aber es zeigt so ein bisschen, was in diesem Markt los ist. Und hier sehen wir mal das, was Goldman Sachs jetzt sagt. Wir sehen eine Wahrscheinlichkeit von 41% für eine Rezession. Im April war man noch bei 29%, ist also deutlich gestiegen. JP Morgan sagt, ja, disinflationärer Trend wird dafür sorgen, dass die Fed sich jetzt mehr und mehr auf den Arbeitsmarkt konzentrieren kann. Aber hier schauen wir mal den City Economic Surprise Index an. Das ist im Grunde seit Frühjahr, seit Februar, März immer noch ganz klar abwärts gerichtet. Wir haben hier noch die Erzeugerpreise, die ja auch negativ, wenn sie niedriger ausfallen, wie auch Inflationsdaten negativ in diesen City Economic Surprise einwirken. Also wir sehen die US-Konjunktur. Die Frage, wie es hier steht, die ist noch lange nicht positiv beantwortet für die US-Wirtschaft. Morgen haben wir ja die wichtigen Einzelhandelsumsätze. Und das Zweite, der zweite Faktor war ja die Implosion des Carry Trades, also der Yen-Short-Position. Hier sehen wir mal, Dollar-Yen sieht das so fürchterlich bullisch aus. Das sieht eher nicht bullisch aus. Das heißt, wir sehen, dass der Yen weiter gestiegen ist und irgendwer hat offenkundig vergessen, den Carry Tradern zu sagen, dass die Aktienmärkte ja steigen. Michael Guyatt hier, der sich erinnert an Lehman, als er sagte, ja, damals hat es auch gedauert, bis die Märkte irgendwie so ein bisschen realisiert haben, was passiert ist. Damals ja sozusagen ein Liquiditätsproblem, ein Vertrauensproblem, weil man dann feststellte, dass eine Bank der anderen nicht mehr traute, dadurch die Liquidität austrocknete. Jetzt haben wir gesehen, der Carry Trade ist explodiert. Welche Konsequenzen das haben wird, das wissen wir wahrscheinlich noch nicht. Würde mich aber überraschen, wenn es keine Konsequenzen haben würde. Hier sehen wir mal, dass Nasdaq und Dollar-Yen ja sehr lange jetzt parallel gelaufen ist. Jetzt ist der Nasdaq gestiegen, aber Dollar-Yen ist tendenziell weiter gefallen oder nicht wirklich gestiegen. Wir sehen, wie das hier auseinanderklafft. Wer liegt hier falsch? Fragezeichen. Und neue Nachrichten aus Japan. Hier hat Kishida, der Ministerpräsident, jetzt angekündigt, er wird nicht mehr antreten, wird also nur noch bis September amtieren. Und wir sehen in letzter Zeit ja einen sehr schnellen Wechsel von Ministerpräsidenten in Japan, weil schlichtweg keiner offenkundig Lust hat, das Land zu regieren. Der Nikkei hat daraufhin seine deutlichen Gewinne abgegeben. Was ist das Problem in Japan? Das Problem ist schlichtweg, dass ein geldpolitisches Experiment in die Luft geflogen ist. Und dieses geldpolitische Experiment, das war einhergehend mit der Abwertung des Yen, was die Importkosten eines komplett rohstoffarmen Landes wie Japans massiv angehoben hat. Und so sehen wir, dass je nach Inflationskennziffer wir über 3%, auf jeden Fall über 2% Inflation haben, je nachdem ob Kern- oder eben Nicht-Kerninflation. Und das in einer Situation, wo du ohnehin inflationäre Tendenzen durch die Demografie hast, weil immer weniger Arbeitnehmer zur Verfügung stehen. Das heißt, hier der Lohndruck weiter nach oben gehen wird. Hier sehen wir mal die Bevölkerungsentwicklung. Japan wird wahrscheinlich im Jahr 2050 dann nur noch 100 Millionen Einwohner haben statt 120 wie etwa derzeit. Und hier sehen wir auch, dass die durchschnittliche
das Durchschnittsalter der oder das mediane Alter der Bevölkerung dann deutlich steigen wird. Derzeit 48, wir werden bald bei 52, 53, 54 liegen. Das heißt, immer mehr Leute müssen dann im Alter versorgt werden bei immer weniger Arbeitskräften. Und diese Schulden, die man aufgebaut hat, können durch immer weniger Arbeitnehmer letztendlich irgendwie gestemmt werden. Die müssen die Alten versorgen. Also die Perspektiven für die Wirtschaft sind nicht gerade gut. Und nachdem die Bank of Japan gesagt hat, wenn es Turbulenzen gibt, heben wir die Zinsen nicht an, ist der Inflation eigentlich Tür und Tor geöffnet. Und genau das ist das Problem. Entweder du lässt die Inflation zu oder die Wirtschaft wird kontrahieren, weil du die Geldpolitik dann doch ein bisschen straffst, was du dir eigentlich nicht leisten kannst, weil die Schulden dafür zu hoch sind. Oder du hebst eben die Steuern an, was wahrscheinlich nicht gehen wird. Und das ist das Dilemma, das in Japan der Fall ist. Nochmal zurück zu den Inflationsdaten. Hier sehen wir ja, dass man jetzt im Prinzip eine niedrigere Zahl erwartet, nach den niedrigeren als erwartet ausgefallenen Erzeugerpreisen. Aber CPI wird anders berechnet, da spielt die Mietkomponente eine große Rolle. Bei den Erzeugerpreisen haben wir gesehen, dass man es geschafft hat, die Energiepreise diesmal positiv zur Preisentwicklung beitragen zu lassen, obwohl die Preise faktisch gefallen sind. Im Vormonat war es genau andersrum. Wie also wird man jetzt seasonal adjusten? Das ist so eines der großen Fragen. Und der Markt ist schon komplett auf eine niedrigere Inflationszahl ausgerichtet. Wie gesagt, zu niedrig dürfte sie nicht sein, wie in der letzten Veröffentlichung. Das könnte auch ein Problem werden. Wir sehen dann zum Beispiel, dass Goldman Sachs jetzt für die PCE-Daten die Erwartung schon runtergenommen hat nach den Erzeugerpreisen gestern. Aber Medienforecast 0,2 und 3,0 in der Headline und 0,19 und 3,2 in der Kernrate. Wir sehen hier bei Kalshi Market mal die Wahrscheinlichkeiten, die die Marktteilnehmer hier ermitteln, und da sagt man ja, die wahrscheinlichste Option ist hier 2,9%, also ein Ticken niedriger, aber es könnte eben auch 3 oder vielleicht auch 3,1 oder 2,8, 2,7. Hier sehen wir die Verteilung, also man rechnet tendenziell mit einer etwas niedrigen Zahl. Cleveland Fed, die ja dieses Forecast Model hat, erwartet hier 3,0% und 3,3% in der Kernrate. Das wäre höher als erwartet, vor allem in der Kernrate. Man liest jetzt so Schlagzeilen, ja. Also die Fed, selbst wenn die Zahl jetzt höher reinkäme, dann würde das die Fed wahrscheinlich nicht davon abhalten, die Zinsen im September zu senken. Aber wir haben jetzt Auftritt gestern Abend von Bostic, Fed-Mitglied, der gesagt hat, also wir könnten vielleicht Ende des Jahres die Zinsen anheben. Damit meint er faktisch nicht September. Was? Die Märkte haben, wie wir hier sehen, zu 46% 0,25 eingepreist und zu 54 knapp sogar einen 0,5er-Schritt. Also wahnsinnig optimistisch, was das betrifft. Und warum ist das so? Warum sagt Bostic, wir wollen noch warten und wollen mehr Sicherheit? Weil wir auf keinen Fall erleben wollen, dass wir die Zinsen senken, um sie dann wieder anheben zu müssen. Das ist dieses Trauma, das die US-Notenbank noch aus den 70er, 80er Jahren hat. Und das dürfte sie zögern lassen. Und deswegen sind aus meiner Sicht vor allem die 0,5er-Erwartungen, wenn jetzt nicht irgendwie ein externer Schock kommt oder die Wirtschaftsdaten in nächster Zeit so extrem massiv nach unten gehen, aus meiner Sicht komplett überzogen. Überzogen vielleicht auch die Rallye beim Nasdaq? Fragezeichen. Wir sind jetzt an diesen entscheidenden Trendlinien und Widerständen. Hier sehen wir mal ein Goldman Sachs Modell, was passiert, wenn also Kernrate niedriger ist, Rallye von 1,0%. Wenn Kernrate höher ist, dann eben Verluste bis 2,5%. Meistens kommt es eh anders, als hier viele Banken erwarten. Eins ist aber auffällig, wir haben jetzt den größten Rückgang des VIX, 6-Tages-Rückgang des VIX in der Geschichte, nachdem wir einen der größten Anstiege gesehen haben. Normal ist das nicht. Das zeigt, dass hier die Dinge zu Extremen neigen, und ich glaube nicht, dass wir jetzt wieder in einem intakten Bullenmarkt sind, der sich dadurch auszeichnet, dass die Kurse eben langsam steigen. Übrigens die Corporate Insider, also die Firmeninsider, haben diesen Dip jetzt nicht gekauft, die haben also nicht massiv gekauft, wie sie es oft bei Böden in den letzten Jahren gemacht haben in den USA. Abschließend zwei Empfehlungen, meine Damen und Herren, und wenn Sie wirklich Insights aus Japan hören wollen, dann kann ich nur empfehlen, meinen Kollegen Rüdiger Born mit einem absoluten Japan
ein Insider, der an den Finanzmärkten ein Insider ist, der sozusagen in Japan ein Insider ist, Einsichten in ein Land, in eine Struktur, die, glaube ich, jetzt wichtig zu verstehen sind, weil Japan sozusagen ja so ein Stück weit die Achillesferse jetzt geworden ist, ein Risikofaktor geworden ist. Deswegen aus meiner Sicht glaube ich, dass Sie nirgendwo etwas Besseres finden als dieses Interview von Rüdiger Born mit diesem Japan-Insider. Erste Empfehlung, gerne weiterempfehlen über Social Media, und Nvidia geht wieder steil. Was für ein Comeback, über 400 Milliarden Dollar zugelegt, nachdem man vorher auch ein paar 100 Milliarden Dollar verloren hat, was da genau abgelaufen ist. Zweite Empfehlung und dritte Empfehlung, 14:30 reinschauen bei den CPI-Daten bei finanzmarktwelt.de. Jetzt hoffe ich selber so und ciao.